Hallo und herzlich willkommen hier und heute zu einer weiteren Folge von Pokémon Fakten, heute mit Despota. Ich habe für euch wieder 10 Fakten herausgefunden, welche ich euch nun präsentieren möchte. Und wir starten mit Fakt Nummer 1. Despota ist ein Pokémon mit dem Typ Gestein und Unlicht und existiert seit der zweiten Spielgeneration. Es entwickelt sich aus Pupita, welches sich wiederum aus Lavita entwickelt. Es ist das einzige Pokémon mit der Typenkombination Gestein und Unlicht. Seit der sechsten Spielgeneration ist es in der Lage, eine Mega-Entwicklung zu Mega-Despota zu vollführen. Fakt Nummer 2. Despota wird bis zu 2 Meter groß und wiegt ca. 200 Kilogramm. In seiner schillernden Form bzw. in seiner shiny Form ist Despota statt dunkelgrün hellbraun gefärbt und das blaue Muster auf seinem Bauch ist nun violett. Fakt Nummer 3. Despota hat sein Debüt im Anime im 4. Pokémon-Film Die zeitlose Begegnung, der in Japan am 7. Juli 2001 sein Debüt feierte. Seinen ersten Auftritt in der Serie hat es in der Folge Geheimnisvolles Inkognito, welches die 265. Episode des Animes ist. Sie erschien am 29. August 2002 im japanischen TV. Fakt Nummer 4. Despotas Aussehen könnte auf der Mischung eines zweibeinigen Dinosauriers und dem eines Panzergürtelschweifs basieren. Zusätzlich zeigt es designtechnisch eine große Ähnlichkeit zu dem fiktiven Saurier Godzilla auf. Fakt Nummer 5. Despota lebt in Gebirgen, Höhlen und Wüstengebieten, wo es mit seinen enormen Kräften auch gerne mal heftige Erdbeben und Steinschläge auslöst. Oftmals verwüstet es ganze Landstriche und zerbröselt Berghänge, um sich abzureagieren oder einen Nistplatz für seine Jungen zu bauen. Es ist bekannt und vor allem auch gefürchtet, da dieses Pokémon als aggressiv, brutal und rücksichtslos gilt. Fakt Nummer 6. In Kämpfen setzt es auf rohe Gewalt seine Fähigkeit, Sandstürme auszulösen und seine steinharte Panzerung, die fast jeden Angriff spurlos an ihn abprallen lässt, weswegen es, wenn es nicht gerade einen Tobsuchtsanfall hat oder seine Jungen beschützt, seine Zeit damit zu verbringen, immer stärkere Gegner zu suchen, da es stets bestrebt ist, stärker zu werden und seinem Drang nach Zerstörung zu befriedigen. Fakt Nummer 7. Der Pokédex-Eintrag von Despota aus dem Spiel Pokémon Smaragd lautet: Despota ist erstaunlich stark, es kann einen ganzen Berg vernichten, um sein Nest zu bauen. Es wandert in den Bergen umher und sucht nach Gegnern für einen Kampf. Und der Pokédex-Eintrag aus dem Spiel Pokémon Schwert lautet: Dank seines starken Körpers fürchtet es sich vor keiner Form von Angriffen. Deshalb zettelt es ununterbrochen Kämpfe an. Fakt Nummer 8. Das Despota aus dem 4. Pokémon-Film hat das gleiche Gebrüll wie Dialga aus den Filmen 10 bis 12. Fakt Nummer 9. Es wird unter Fans der Pokémon-Community aufgrund seiner Stärke und seines gewaltigen Auftretens der pseudo-legendären Pokémon zugeordnet. Und zu guter Letzt Fakt Nummer 10. Berühmtester Trainer eines Despotas ist Alan, der gegen Ash in der Kalos-Liga angetreten ist und den Kampf gewinnen konnte. Und damit sind wir auch schon wieder durch mit 10 Fakten über Despota. Ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo dalassen. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Pokémon ich in Zukunft machen soll. Nun wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag, macht was draus und bis zur nächsten Folge Pokémon Fakten.